So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu alten Männern, die in Betten liegen. Wo sind wir? Haben wir schon geschlafen? Ich glaube, wir haben schon geschlafen. Da liegt Müller Peschek einfach vor uns da. Gegenstand kochen, in den Topf geben. Der Topf ist leer. Wir haben noch einige Töpfe in der Stadt, die wir essen können. Und wie viel Hunger haben wir? 79. Wir sind gar nicht so hungrig. Wir können mal gucken, was verläuft denn hier langsam. Die Schirmlinge. Oh, die können wir verkaufen, nicht? Die sind noch ein bisschen was wert. Und hey, wir haben ja noch Bier. Ja, so schön morgens erstmal was Gesundes, Elektrolyte zu sich nehmen. Sehr, sehr wichtig. Und eine Runde waschen. Nicht? Die Morgenroutine, Bier und Waschen, sehr, sehr wichtig für Heinrich. Und dann stehen wir an der Unterkante der Stadt. Oh, es ist einfach ein herrlicher, geiler Anblick. Ich liebe einfach allein dieser kleine Baum, nicht? Also, wer das Spiel designt hat, hat alles richtig gemacht. Zumindest von der Map. Und wir sind noch nicht in die Richtung gegangen. Guckt mal, wir haben sogar einen Hinterhof. Wir haben einen Ofen. Aber den können wir nicht benutzen, nicht? Kein Mehl. Aber klar, dass eine Mühle Mehl hat, macht irgendwo auch Sinn. Und ein Graben. Ach, das ist das Mühlrad. Ja. Kräuter zum Trocknen. Kamille. Dann haben wir wieder Blumenmädchen. Aktiv. Aktuell. Ach, haben wir schon. Okay, perfekt. Auf welchen Festivals warst du, wird nebenbei gefragt. Der Heinrich war auf keinen. Oh, eine Brücke. Aber ich war selber auf einigen Festivals, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, an welche. Und ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man sich da nicht mehr dran erinnern kann. Und die Bändchen, die ich aktuell trage, für die, die fragen, sind keine Festivalbändchen, sondern andere Bändchen. Von daher, das sind eher Konzertbändchen. Oh, manchmal muss man auch ein bisschen rumlaufen hier mit dem guten Heinrich und ein bisschen baden gehen. Nee, manchmal gibt es so versteckte Orte im Schilf und sowas. Und dann entdeckt man ein paar sehr interessante Sachen, nicht wahr? Knut, oder wie du heißt. Heute findet in Rathai ein Turnier statt. Such am Morgen den Herold auf, wenn du teilnehmen möchtest. Gewinn das Turnier, wenn du kannst. Okay. Wartet, ein Turnier findet statt und wir sollen teilnehmen. Wir nehmen noch ein paar Blumen. Die können wir verkaufen auf dem Weg. Ey, Baum, halt uns nicht auf. Wir haben es eilig. Beim Herold. Du kannst nicht spurten, wenn ich überladen bin. Shit. Oh, wir sind auf der falschen Seite gelandet. Ich hoffe, hier kommen wir irgendwie rüber. Ich glaube nämlich nicht. Ah, doch hier. Oh. Ah, das Mühlrad wieder. Oh, habe ich Glück gehabt. Bin runtergefallen. Ja, und wir reden gerne über Wetter. Das Wetter ist auch sehr unbeständig in diesem Spiel, aber auch im echten Leben. Also, wer eine echte gute Wetter-App hat, gerne in meinen Discord schreiben. Link findet ihr unten auch in der Videobeschreibung. Ich habe immer so 2-3 Apps, die unterschiedlicher nicht sein können. Zwischen Tornado, 40 Grad, Starkregen, Überschwemmung und Godzilla greift an, ist alles dabei, was die melden. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen oder ganz woanders. Also, wenn die sowas sagen, könnte es auch einen Blizzard geben oder Starkhagel. Ich lasse mich da immer überraschen und gucke dann an dem Morgen immer, wie das Wetter wirklich ist. Meistens sieht man es anhand der Wolken ja zumindest, wie die nächsten paar Stunden wären. Leider ist es bei einer Radstudie, die mehrere Stunden geht, die wir gerne machen würden öfter, sehr problematisch, wenn der Wetterbericht nicht mehr so zuverlässig ist. Ich weiß noch, vor Jahren war der Wetterbericht mit den Wolken
so akkurat, dass ich wirklich 5 Minuten planen konnte, in Trockenheit von einem Laden zum anderen zu wechseln, um trocken zu bleiben, um dann nicht nass nach Hause zu kommen. Es war perfekt. Heutzutage können die nicht mal irgendwie die nächsten 2 Minuten genau vorhersagen. Da steht dann zwar irgendeine Wahrscheinlichkeit, aber die passt nicht. Und Lytro sagt, ich habe verlässliche Wettervorhersage in Discord gepostet. Okay, da werde ich auf jeden Fall mal nachgucken. Mit so einem Wolkenbildchen kann ich nichts anfangen. Ja, stimmt, das kann ich auch nicht. Ich nutze meistens auch eine Wolkenkarte, wie die Wolken sich entwickeln. Aber leider weichen die halt schon so extrem ab zwischen den einzelnen Diensten. Also der eine hat morgen südlich von Leipzig halt das Gewitter, der andere nördlich und der andere über Leipzig. Und das zu verschiedenen Zeiten. Also dass es Gewitter morgen geben wird in irgendeiner Region im Osten, ist klar. Oh, sie schläft hier aber sehr gewagt. So, wo ist denn der Herold? Hätte ich beim Vogt? Da hinten. Oh, da kommen wir doch never ever hin, oder? ...98 Kilometer Radtour, sagt normale Mensch. Sonntag würde ich nicht radeln, aber Montag und Dienstag sieht gut aus. Ja gut, Montag und Dienstag radle ich nicht, wenn nur sonntags. Allein wegen den Autofahrern und des Autoverkehrs ist mir das unter der Woche einfach zu unentspannt. Da wird nicht geradelt. Wäre lustig, aber gut, Fahrräder wurden erst im 18. Jahrhundert erfunden, nicht? Hier gibt es keine Räder im 14. Jahrhundert. Aber dafür haben wir Pferde eventuell irgendwann. Das müssen wir uns erst besorgen. Alle auf dem Weg zum Herold. Warte mal, wir können doch da oben lang in die Burg. Ich glaube, das ist ein guter Umweg. Und hallo, normaler Mensch. Ich weiß nicht, ob es was hilft, wenn man den Pfützen ausweicht. Ah, oh, die Fernsicht. Ich hoffe, der zweite Teil wird so einschlagen. Wobei ich ein bisschen Angst habe, dass zu viel Story drin ist. Ich könnte mir auch so ein Spiel halt komplett... Der erste Wettstreiter ist Menhard, ein Meister am Schwert aus dem fernen... Sei gegrüßt. Was brauchst du? Menhard, ich möchte am Turnier teilnehmen. Erzähl mir was über das Turnier. Wie lauten die Regeln des Turniers? Gibt es irgendetwas zu beachten? Nun, um Leben oder Tod geht es nicht. Wir sind ja keine Barbaren. Möchtest du etwas Bestimmtes wissen? Wie viele Runden werden gekämpft? Wie viele Runden muss ich insgesamt für den Turniersieg gewinnen? Das hängt von der Teilnehmerzahl ab. Heute sind 3 Runden nötig. Klingt gut. Die Kämpfer, die die erste Runde gewinnen, erreichen die zweite Runde. Und die Sieger der zweiten Runde treffen in der letzten Runde aufeinander. Was muss ich tun, um zu gewinnen? Und was muss ich tun, um zu gewinnen? Muss ich jeden Gegner besiegen oder habe ich mehrere Versuche? Um die zweite Runde zu erreichen, musst du in der ersten 2-mal deinen Gegner besiegen. Falls beide 1-mal in der Runde gewinnen, entscheidet ein 3. Kampf über den Rundensieg. Der Sieger dieses Kampfes erreicht die nächste Runde. Okay, welche Waffen kommen? Kann ich mir Ausrüstung leihen? Kann ich mir Waffen und Rüstungen ausleihen? Du kannst nicht nur, du musst sogar. Hier geht es um Kampffertigkeiten, nicht um die beste Ausrüstung. Daher haben du und dein Gegner die gleiche. Jedem Wettstreiter wird alles zur Verfügung gestellt. Wenn du am Turnier teilnimmst, erhältst also auch du eine Rüstung und Waffen. Okay, das klingt doch gut. Wie lange dauert das Turnier? Ist mir egal. Mehr muss ich nicht wissen. Wir möchten teilnehmen. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, sofern du das Startgeld auch kriegen kannst. Gemäß Herrn Hanuschs Regeln sind das pro Wettstreiter 60... Boah, 60! Das ist zu viel. Das ist aber nicht wenig. Tja, das Turnier ist nur für all jene, die die Sache ernst nehmen. Wenn du nicht zahlen kannst, war's das. Nee, danke. 60 ist jetzt für den Anfang ein bisschen zu viel, nicht wahr? Das können wir uns noch nicht leisten.
Und ich hatte kein Wasser mehr. Das kenne ich normalerweise. Wir waren ja auch neulich am Wochenende, am Sonntag unterwegs. Und dann hatte ich so gut wie kein Wasser mehr. Aber durch ein paar Tipps nicht von Lytro haben wir dann einen Brunnen zumindest gefunden. Boah, der kriegt ja ordentlich drauf. Du Hund! Wow, wow! Lustigerweise, wo er du Hund sagst, ich durfte neulich einen Clip nicht Hund im, der Hund bellt oder sowas nennt. Wegen unangemessener Sprache. Also, sorry, aber... Ja, da habe ich Wow, Wow, bellt gemacht. Also... Man kann es auch ein bisschen übertreiben mit sowas. Oh, ein Becher. Warte mal, den kenne ich doch von irgendwoher. Prost! Nimm das, macht aber nichts. Und krieg selber nur drauf. Gut getroffen. Apropos, genau, im Discord gibt es jetzt auch ein Fahrradforum, wenn ihr euch über Fahrradtouren oder Fahrradorte, Point of Interest austauschen wollt, gerne in den Discord, in das Fahrradforum, haben wir extra angelegt, weil wir ja doch öfter Touren machen und sich das, glaube ich, lohnt, da Ressourcen zu sammeln. Da könnt ihr euch auf jeden Fall austauschen, wer Lust hat. Boah, der Kampf dauert aber. Wenn die jetzt drei Runden machen, dann stehen wir aber hier bis Nachmittag. Aber der Rote sieht nicht gut aus. Schon wieder zwei bekommen. Oh. Ein Stich konnte er landen. Aber seine Klinge ist rot, seine nicht wirklich. Wer hat jetzt gewonnen? Menhard aus Frankfurt. Olbram aus Sperber. Der erste Wettstreiter ist Olbram, bekannt als Sperber. Oldig der Freier. Wolfram Bruder. Okay, die stehen einfach nur hier. Warte mal, kann ich mit dem wetten? Beste Grüße. Okay, nee. Der steht nur einfach so da. Zedenek. Milan. Ah, Milan will doch bestimmt. Gelobt sei Jesus Christus. Kämpfst du ums Geld? Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Na klar. Wieso um Silber? Silber. Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Okay. Lass uns kämpfen. Los, wenn du glaubst, du könntest mich schlagen. Immer langsam mit den jungen Pferden, Bürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du zwei andere besiegst. Stefan und einen Kerl namens Löckchen. Okay. Mach's gut. Wir müssen Stefan und Löckchen besiegen. Ich glaube, das ist eher unsere Liga als diese Kämpfe hier. Olbram der Sperber, der sieht auch nicht gut aus. Oh. Ich bin früher echt gerne auf so Mittelaltermärkte gegangen, wo auch Ritterturniere oder auch, wie hieß es? Trost? Das hat irgendeinen Namen mit T. Der Trost? Irgendwas mit T, J. War auf jeden Fall immer spannend. Vor allem, weil die auch nur halb gestaged waren. Die wurden oft von den Filmpferden Potsdam durchgeführt. Wir sollten Blumen verkaufen gehen, nicht wahr? Weil ich kann nicht sprinten. Würde Sinn machen.
Und ich kann sehr empfehlen, wer in Berlin oder Umgebung ist, die Domäne Dahlem hat auch noch, weiß jetzt nicht nach Corona, aber hatte oft einen Mittelaltermarkt. Zumindest so einen kleinen. Und da gab es auch richtig tolle Turniere. War auf jeden Fall mal beeindruckend, das alles, ja, sag ich mal, live zu sehen, ist nochmal was ganz anderes als ja, in einem Computerspiel, nicht wahr? Wirkt auf jeden Fall alles viel, viel mächtiger und ein bisschen langsamer, nicht? Also Computerspiele sind halt alles ein bisschen schneller. Ich glaube, wenn man selber dabei ist, wirkt auch alles ein bisschen schneller. Aber grundsätzlich ist es ja doch eher nicht mit dem Tempo, wie hier teilweise vorgegangen wird, weil die Leute wesentlich überlegter handeln, ein bisschen mehr planen, etc. So, Bier hatten wir schon. Wir sind auch leicht überladen. Warte mal, können wir noch ein Bier trinken? Die Frage ist, wo ist die nächste Brauerei, wo Heinrich gratis Bier klauen kann? Es war ja nicht mal geklaut, nicht? Und Stärke. Oh ja, wir trainieren ja unsere Stärke, wenn wir uns bücken. Oh, das ist ja perfekt. Dann macht das Kräutersammeln ja noch mehr Sinn wegen des Perks. Aua. Ach, schon eine gefährliche Kante. Muss man echt aufpassen. So, aber ich glaube, hier werden wir wenig Bier bekommen. Wir müssen weiterziehen. Aus dem Topf essen. Ey, ich wollte aus dem Topf essen. Jetzt sind wir überfressen. Na super. Ich finde doof, dass da nicht steht, der Topf füllt dich zu 20% auf, dieser Topf zu 10%. So dass man das abschätzen kann, nicht? Man isst. Ich meine, wir haben heute noch nichts gegessen. Wir essen aus dem ersten Topf und sind direkt überladen ohne Ende. Immer ein bisschen ungünstig. Oh, die Kirche nochmal angucken, aber in der war wir schon. Ist der Schmied mal da? Das wäre ganz wichtig. Ja, hallo. Gott sei mit dir. Hast du irgendwas? Nee, wir können nicht mal mit dir handeln. Aber mit dir vielleicht, da ist der richtige Schmied. Was hat der denn so Schönes? Pfeile sind schon recht teuer, nicht? Banditenschwert, ja, das finden wir auch so draußen. Zimmermannsaxt 63, die Böttchersaxt, aber alle unter 30. Hier eine schöne verzierte Eisenhaube, 200. Hufeisen 600. Eieiei, Dios Mios. Schlachtrosshufeisen 1,5k. Jo, okay. Der ist nicht unsere Gehaltsklasse. Da müssen wir, glaube ich, die ersten Banditen aufschlitzen gehen für, dass wir zumindest eine Anzahlung leisten könnten. 1,5k. Wir können einmal würfeln. Und ihr hattet beim letzten Mal nochmal gefragt, wie das Würfelspiel geht. Da gibt es eine ganz einfache Anleitung. Also wer Macke kennt oder Kniffel, der kennt das. Wir haben ja echt viel verloren. Weil uns außerhalb der Stadt jemand mit gezinkten Würfeln. Okay. Heute ist mein Glückstag. Deiner auch? Würfeln? Wow. Komm, 15. Bin schon gespannt, wie du wirfst. So. Wir gehen jetzt ins Tutorial. Also, nochmal. Willst du dein Glücksspiel frönen, kannst du dich jeder Schenke, die etwas auf sich hält, am Würfenspiel Farkle versuchen. Das ist also ein Vorläufer davon. Eine 1 sind 100 Punkte, eine 5 sind 50 Punkte, 3, zum Beispiel 3 Vieren wären 400, 3 Dreien 300, nicht? 3 Einsen sind aber wieder 1000 Punkte wert. 4 sind dann 800 Punkte wert, 4 Vieren zum Beispiel, nicht? 5 Vieren 1600, eine Straße mit 1, 2, 3, 4, 5, 6500.
Eine kleine Straße, 500. Oh, das habe ich oft übersehen. Und eine Straße mit einer 6 anstatt einer 1, 750. Okay, gut, dass ich auch nochmal gelesen habe. Ja, so ein bisschen Richtung Kniffel geht das halt, ne? Wer das nicht kennt, der muss das mal selber googeln. So, wir legen einen Würfel raus und sagen weiter. Dann dürfen wir mit dem Rest würfeln. Da ist nix wirklich drin. Ach komm schon, lass mich wieder würfeln. Scheiße. Ist doch egal. Ja, ist egal. Nicht wirklich was gebracht. Wir haben ja schon ein Bier getrunken als Heinrich. Und die 3,5. Boah, der hat auch ein Scheißglück. Die 700 lässt er auch noch stehen. Wir haben wieder nur eine 1. Aber wir haben echt kein Würfelglück in diesen Runden. 1000. Ja. 1050 sogar. Lassen wir stehen. Aber ein Wurf reicht, um zu gewinnen, nicht? 3-5, 4-5, 5-5, 6-6 oder 5-6. Das ist halt. Mal sehen. Komm, jetzt verkack bitte. Och nein. Jawoll. Das Glück ist uns hold. 3-3 sehe ich da. Aber die legen wir raus, aber dann würfeln wir nochmal auf jeden Fall. Bei 300. Ja, gut. Geschenkt. Wann ist das Würfeln vorbei? Wenn man selber will, dass das Würfeln vorbei ist. Man kann einfach Nein sagen. Man muss halt taktieren, nicht? Will ich mehr als einen draußen haben? Manchmal lohnt es sich zum Beispiel auch nur eine Eins anstatt zwei Einsen rauszulegen. Zum Beispiel jetzt hätte ich 400. Jetzt ist so die Sache, mache ich weiter, dann würfle ich mit zwei Würfeln, die noch drin sind. Die Wahrscheinlichkeit, eine 1 oder eine 5 zu würfeln mit zwei Würfeln und 400 Punkte zu verlieren, ist so gering, dass ich sage, ich behalte die 400 Punkte und gebe ab. Das ist eine freie Entscheidung vom Spieler und vom Taktieren her. Aber es ist wie beim Kniffel. Also wer Kniffel kennt, der weiß eigentlich, wie das Spiel geht. Kacke. Da hat er seine 500. Zum Glück nur eine kleine Straße. Jetzt bin ich am Arsch. Jawohl! Wichtiger Patzer von ihm. 1, 2, 3, 4. Leider fehlt uns die 5. Und jetzt könnte ich 2 Einsen rauslassen. Aber wenn ich 2 Einsen rausnehme, nehme ich mir die Chance, vielleicht 3 Einsen zu würfeln. Mit dem Würfel, der zusätzlich ist. Deswegen nehme ich nur eine 1 und sage, mit dem Rest würfeln, auch wenn ich die mit der 1 100 Punkte hätte. Okay, jetzt muss ich die 1 rausnehmen. Zurück, was? Und 3,50 nehme ich. Ist okay. Aber mit zwei Würfeln ist halt das Risiko einfach zu hoch, nochmal reinzugehen. Jetzt wird's was. Man kann zum Beispiel auch, wenn man zwei Dreien hat, zwei Dreien rauslegen und nochmal zwei Dreien oder so, aber das Risiko, zum Beispiel jetzt hier, soll ich die 200er rauslegen? Doof, nicht? Aber kann ich alles rauslegen? Nee, nicht, weil die Sechsen nicht gehen. Das wären 300, warum soll ich also die Zweien rauslegen? Na los, das Glück ist den mutigen Holz. Ich hab Q gedrückt, nicht F. Shit, ich wollte nochmal würfeln. Jetzt hat er die 2. Ja, siehst du, er lässt die auch nicht, nimmt die auch nicht. 3 Zweien und so sind halt Quatsch. Hm. Warum nimmt er die 1? Achso, okay, er nimmt alles und hat 400 Punkte. Vorbei. Damit geht er in Führung. Ah, ich habe mich verdrückt eben. Das war natürlich schlecht. Oh, das ist gut. Das 4 Vieren sind 800, die nehme ich. Mach auch nicht weiter.
Bei zwei Würfeln, wie gesagt, 800 verlieren wir zu hoch. Da muss man halt wirklich taktieren. Das ist halt ein Glücksspiel, nicht? Wenn er jetzt einfach 3000 kriegt mit einem Wurf, hat er gewonnen. Nicht? Wenn ich 1000, 2000 krieg, habe ich gewonnen. So. Das ist halt. Er nimmt alle, okay, 300, 400, 500. Man kann's nicht erzwingen. Jetzt sind wir ungefähr gleich auf. Jetzt brauchen wir einen richtig guten Wurf. Ja, wow. Und was kriegen wir? Eine 1. Jetzt 3 Einsen! Ich riskiere es jetzt, 3 Einsen, dann hätten wir gewonnen. Dann sind wir wenigstens, dann brauchen wir 900, das kriegen wir hin. Er darf jetzt nur nicht 1400 kriegen. Er kriegt 1000. Das war's für mich. Okay, aber er gibt auf. Okay, er. Wir haben noch diesen Wurf. Wir müssen mit diesem Wurf alles hinkriegen. Wir kriegen verfickte 400. Bringt mir nichts mehr. Wenn ich den Wurf jetzt nicht durchziehe. Jetzt habe ich 550. Das bringt mir nichts. Du schreckst vor nichts zurück, was? Ich muss all in gehen gerade. Denk mal nach, Mann. Du jetzt 3-1. Verlieren. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ja, ich weiß. Würde ich auch nicht. Aber das ist eine schwere Entscheidung. 450, wären wir bei 650. 400. Also entweder verwürfelt er sich, aber 400 kriegt er halt so easy. Aber wenn wir uns jetzt verwürfeln, ist egal. Du schreckst vor nichts zurück, entweder was? Gewinnen wir oder wir verlieren eh. Und wir kriegen eine 5. Ist. Was soll's? Was? Aber wenn das nach 3 Einsen passiert wäre. Hä? Ich hab mich verdrückt. Ich wollte eh drücken, nicht Q, meine fetten Finger. Oh, jetzt hat er gewonnen. Das war's. Jetzt hat er 300. Soll ich? Oder nicht? Oh, wir kriegen noch eine Chance. Wir brauchen nur 450. Oh, Kacke. Ich darf mich jetzt nicht verdrücken. Nur noch 350. Wartet mal. Jawohl! Wieder verloren. Das war eine Straße. Wir haben Groschen gewonnen. 15 Groschen. Hallo Schankmaid. Aber was machen wir mit dem Geld? Gut investieren, würde ich sagen. Lass uns handeln. Ups. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? So, wir sind natürlich wieder gönnerhaft. Und geben ihr 3,8. Das hier und ein kleines Extra. Danke, tausend Dank. Das verbessert unseren Ruf. Sehr, sehr wichtig. Und damit haben wir wieder Bier uns erspielt. Und Heinrich wird so immer schrittweise trinkfester. Wir können mal gucken. Wir sind auf Level 2, fast Richtung 3. Das ist schon sehr, sehr gut. Also ich würde gern bis 5 kommen, bis wir Ratei so abgeschlossen haben. Das ist Kalkül pur. Weil draußen in der Welt geht es rau zu und Heinrich muss einfach gewappnet sein für alles, was da kommen möchte, nicht wahr? Guten Tag, werte Lady. Der Kräutertyp kann uns wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr ausstehen. Wir kommen da schon wieder und verkaufen ihm die scheiß Brennnesseln, die im Dorf wachsen. Dann denkt sie auch so, boah, Alter, wie nötig hat der es? Aber ja, wir haben es sehr nötig. Wobei wir wieder um die 100 Taler haben, nicht? Genau, 97. Das ist immer gut.
Guten Tag, werter Herr. Da will er abhauen. Übung. Lasst uns handeln. So, wir wissen ja leider, dass die Sachen ein bisschen zu teuer sind. So, Brennnesseln. Oh, 61. Disteln, die können weg. Johanniskraut. Heben wir wieder so zwei auf, ne? Damit wir wieder duften. Kamille heben wir zwei auf, damit wir duften. Löwenzahn kommt komplett weg. Da sind wir schon bei 28 Talern. Der Händler hat noch 250. Das füllt sich immer sehr gut auf. Ringelblume heben wir zwei auf, würde ich sagen. Und Salbei heben wir zwei auf. Wermut haben wir noch. Können wir auch verkaufen. Klar wäre es auch cool, das alles aufzuheben für später, nicht wahr? Aber, ja. Geschenkt, geschenkt. Geschenkt. Später kriegt man eh so viel, die Welt ist so riesig. Und zur Not kaufen wir es von ihm zurück, wenn wir über andere Mittel reich wären. Besprechen wir den Preis. Warum nicht? Und ich würde niemals beim Falschen zum Normalpreis verkaufen. Entweder gebt ihr ihm was oder ihr versucht, 2-3 Groschen zu sparen. Einfach nur um der Sache willen, nicht? Aber in dem Fall, wir wollen ihn ja ein bisschen gnädiger stimmen. Wir geben ihm 2 Groschen drauf. Kriegen 43. Und etwas obendrauf. Danke, tausend Dank. Das erhöht unsere Reputation im Dorf. Immer wichtig. Gerade nachdem wir im Dunkeln draußen waren und die Strafe hatten, ist es, glaube ich, nicht schlecht, wenn Heinrich ein bisschen... wo ist denn das? Gefährtenspieler? Hier Ruf. Ein bisschen mehr Ruf in Ratei bekommt. 52. Die Händler 54. Die Flüchtlinge 60. Die Landschaft, also die Außen, die Leute. Und die Bürger 46. Okay, aber wir sind nicht mehr überladen. Was haben wir eigentlich für... Leute, und labt euch an diesem Duft. Okay, ich wollte gerade in mein Logbuch gucken, aber sie schreit mir zu laut. So, hier will ich nochmal gucken. Was haben wir denn überhaupt für Quests offen? Mächtiger als das Schwert. Wo ist denn das? Karte. Mächtiger als das Schwert. Da oben. Ach du Scheiße. Geh zum Uschitzer Schreiber. Da können wir noch lange nicht hin, würde ich sagen. Was haben wir hier? Questgeber. Okay. Mitten im Nirgendwo. Müller-Peschek hat Arbeit für mich. Ja, die will ich eh nicht haben. Melde dich beim Vogt. Okay, beim Vogt könnten wir uns melden. Das ist eigentlich alles, was wir machen können. Nicht? Wir können uns eigentlich nur beim Vogt melden. Gut, wenn wir hier gerade sind, dann würde ich sagen, melden wir uns beim Vogt. Ja, ja, ihr steht hier im Weg. Wir müssen zum Vogt. Ich glaube, der Vogt war irgendwo oben. Aber nicht hier anscheinend. Ah, und durchs Rennen müssen wir auch ein bisschen Vitalität trainieren, nicht wahr? Karotten, ein Genuss für euch und die Familie. Hier war der Vogt. Hallo, guten Tag, der Herr. Ich soll mich bei Ihnen melden. Gott sei mit dir. Ja. Will ich auch hoffen. Gibt es Neuigkeiten? Wir fragen mal ein bisschen. Smalltalk und so. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. In den Diensten des Vogtes treten. Prost da drauf. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Oh nee, nicht genau eine Probe. Zur rechten Zeit. Ja, es ja, gibt ja. Ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Auf mich ist Verlass. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet?
Ich kam nicht mal ins Schwitzen. Ja, ich kam nicht mal ins Schwitzen. Da ist wohl einer hochmütig, was? Ja, aber wie sowas von. Sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Und 70 Groschen haben wir erhalten. Sehr gut. Okay, aber Jaroslav ist doch aus Ratai, also von daher aus Galitz. Eh auf unserer Seite. Okay, hier ist Schlossknacken. Von daher alles gut, würde ich sagen. Und 70 Groschen für ein bisschen Wachdienst kriegen wir locker hin, oder? Wir sollen aber zur Wachkammer. Wo ist die? Da hinten. Okay, weit weg. Familie. Zwiebeln scharf wie ein Schwert und Knoblauch der böse Geister. Ich habe alles. Aber wenn man Manorlords gespielt hat, nicht? Da kommt ungefähr so ein Dorf bei raus. Also schon cool, wie das so ineinander greift. Und verzahnt ist miteinander auch. So, ja gut. Übers Mittelalter halt. Ja, Brennnessel sammle ich jetzt mal nicht. Ich muss mich da echt ein bisschen beherrschen. Andererseits haben wir auch eine neue Hauptstufe gerade bekommen. Das ist natürlich auch sehr geil. Vielleicht machen wir da kurz einen Abstecher rein. Aber wir haben keinen Punkt bekommen dafür. Wir haben nur Hauptstufe 5 erreicht. Keinen Punkt bekommen. Aber bei Stärke haben wir 2. Wir können einen Packesel machen. Ich kann 15 Pfund mehr tragen. Pfund. Chance Gegner Umklammerung zur Überwältigung ist erhöht. Oh, auch nicht schlecht. Also Packesel lernen wir auf jeden Fall, nicht? 15 Pfund mehr tragen nehme ich auf jeden Fall mit. Dadurch sind wir jetzt nicht mehr so schnell überladen. Wir können 101 tragen. Das heißt, noch mehr Blümchen pflücken. Jawollo. Ihr werdet das am Ende dieses Let's Plays so hassen, wie ich Blümchen pflücke. Ah, da haben wir ja auch mehr. Haben, dann können wir auch mehr pflücken, nicht wahr? Ah, er sammelt sogar jetzt schon über den Zaun hinweg. Das ist natürlich praktisch. Hier noch. Ich meine, das ist pures Geld, was am Wegesrand wächst. Das muss man sich mal reinzimmern. Da hat zwar der Fuchs raufgepinkelt oder andere Leute, aber wir verkaufen es gewinnbringend. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Ab in die Tasche. Ah, Bienen. Hier, das sieht doch nach Wachkammer, Rüstkammer aus. Rateikum Rüstkammer habe ich entdeckt. Schwer, schwer, schwer. Wächter, hallo. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Da gibt es nicht viel zu verbessern. Du bist bereits so gut ausstaffiert wie jeder Vasall. Aber dein Wunsch ist mir Befehl. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Wow. Wow. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Haube bekommen, die natürlich ein bisschen besser aussieht als unsere bisherige, die schon eingebeult ist. Das heißt, das können wir haben quasi 83 Taler bekommen. Wir haben eine bessere Bunthaube bekommen, auch sehr schön, auch wenn man das nicht sieht. Und eine leicht gepolsterte Rüstung finde ich auch gut, weil unsere Gambeson ist natürlich auch schon echt zerstört, der ist nichts mehr wert. Wechseln wir natürlich auch, nicht? Sieht auch gleich viel, viel besser aus. Sehr schön. Damit haben wir die Ausrüstung abgeholt. Okay, und jetzt müssen wir einfach nur warten, bis die Zeit läuft. Wann sollen wir da hin? Zwischen 11 Uhr und 19 Uhr. Und jetzt ist nach 11 Uhr. Also können wir hin. Nochmal waschen.
Als Stadtwache will man ja auch nicht riechen. Blümchen. Das Gold der Stadt. Löwenzahn. Oder Brennnesseln. Allein für unser Unkrautpflücken müssten wir bezahlt werden, nicht wahr? Wir machen hier ordentlich sauber. Das ist ja auch was wert. Niemand würdigt das. Guten Tag. Oh, ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte Brennnesseln hinter dir sammeln. Sorry. Ich finde es aber echt gut, dass man so am Anfang in einem Dorf startet, dann in der Stadt ist und dann erst so die Umgebung kennenlernt. Besser als wenn man irgendwo im Nirgendwo startet, nicht? Und sich dann erstmal durch alles durchschlagen muss, sondern hier hat man so eine kleine, ja, Rückzugsfestung, an die man sich am Anfang immer wieder zurückziehen kann. Ist eigentlich ganz gut. Okay, hallo. Handeln. Ich habe noch mehr gesammelt. Ich habe wieder 200 Brennnesseln für dich. Das geht so schnell. Wir sind so gut trainiert einfach. Das ist super verrückt. Augen. Achso, kaufen. Wart mal. Entfernen. Ich habe Ihnen schon 200 Brennnesseln verkauft. So rum. Oh, okay, aber wir haben 54 Brennnesseln, das ist trotzdem super viel. Löwenzahn kann komplett weg, den Rest behalten wir. 6,2. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir's. Na klar, da lässt sich was machen. 6,5. In Ordnung. Seht ihr, und jetzt nimmt er es nämlich auch schneller an, wenn man höhere Summen nimmt, wenn der Ruf besser ist. Von daher lohnt sich das. Wächter? Nee, wir müssen mit, wie hieß er? Jurte, Juroslav, Jaroslav. Jaroslav, hallo. Ach, Nachtigall. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Sehr gut. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Naja, gut. Wenn er es so formuliert... Ja, und was wenn? Und was wenn? Es geht eine Geschichte über einen Feigling um. Hätte nicht gedacht, dass ein, nichts für ungut, Hasenfuß dem Vogt dienen möchte. Was ist dort eigentlich vorgefallen? Erzähl ihm, was passiert ist. Ich ging nach Skalitz, um meine Eltern zu bestatten. Doch dort waren Plünderer. Wäre die Müllerin nicht gewesen, würde ich jetzt auf dem Friedhof von St. Jakob liegen oder auf einem Feld verrotten wie viele andere. Sie kam im letzten Augenblick mit Herrn Divischs Rittern. Dein Schutzengel muss über dich gewacht haben. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich möchte Herrn Ratzig dienen. Ich will Herrn Ratzig dienen. Aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. So, und ich würde sagen, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wir machen einen kleinen Cut hier.